War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura, gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilenerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Der Typ ist eh nicht schon der hellste. Und jetzt ist er auch noch verliebt. Das wird nur schlimmer. Bevor sie hier herumliegt? Jupp, wir nehmen alles mit. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Du regst mich jetzt schon auf. Nimm ihn so mit. Warum sollte ich das tun? Weil du damit einen Fisch mitnehmen könntest. Oder nimm Conroy. Das wird nicht klappen. Ach, come on. Du hast doch ihn als Handpuppe genutzt. Damit hättest du das Ding aufnehmen können, hättest du eine Art Handschuh. Nö. Diese Melodie, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh, toll. Ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Sag mir doch einfach, wo sie ist. Ach, hast du dafür was für mich? Nein? Dann kann ich mich gerade leider nicht erinnern, wo sie hingelaufen ist. Okay, also er ist definitiv, oder sie ist definitiv kein Müllhändler. Die sind bei weitem einfacher zu überzeugen. Dieses Lied, es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen. Woher kennst du denn das Lied, das du gerade gesungen hast? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Und woher hat die es? Von ihrer Mutter. Ah, und wo hat die es her? Von ihrer Mutter. Ach so, und woher kennt die es? Der Wind hat es erfunden. Punkt. Und woher weiß es der Wind? Deinem Baby ist also kalt, aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte oder den Hunger oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn zum Anziehen für mein Baby. Ach Gott. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir.
Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh, ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Und du glaubst das natürlich. Na dann, auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Okay, dann werden wir mal für das Baby nach sowas suchen. Ja, wir haben hier viele Sachen. Gucken wir mal, was Neues zu dem Fallungsbild zu sagen hat. Die scheinen hier ja überall zu hängen. Vielleicht sollte ich Taubendiebin darunter schreiben. Plakate abnehmen verboten. Alles klar. Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein schönes Zimmer im Palast. Aber Conroy sagt, Reichtum verdirbt den Charakter. Immerhin. Was soll ich denn damit machen? Um es einzuschlagen, müsste eine Scheibe drin sein. Okay. Sieht nicht besonders stabil aus. Wer auch immer dort wohnt, hat wohl nichts wegzuschließen. Dann rein da. Diese Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Okay, wir haben also hier wieder einen Phosphosladen. Kieferbrecher haben wir hier heute im Angebot. Okay, an dem sind wir so ein bisschen vorbeigelaufen. Was willst du? Ach, der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Loser. Hallo, Kleiner. Freund oder Feind? Freund? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Detze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Na, wir werden definitiv gute Freunde. Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilen. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Oh. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Bist du sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Strickmuster. Ich bitte dich. Sehe ich aus, als könnte ich eine Schatzkarte nicht von einem Strickmuster unterscheiden? Nein, ja, also schon. Aber ich denke, dass... Hör mal, ich werde dir jetzt sagen, was ich meiner Mama schon gesagt habe. Und dem Richter und auch dem Onkel, der mit mir über meine Träume reden wollte... Wenn ich sage, dass es echt ist, dann ist es echt! Oh boy! Kann ich deine Schatzkarte nicht mal kurz anschauen? Nein, ich muss doch die Augen der Basilen finden. Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Phos. Ich habe ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Das ist definitiv ein reizender Knabe. Warum hast du denn nicht einfach ein anderes Haustier? Wie zum Beispiel eine kleine, flauschige Wollmaus. Ich hatte mal ganz viele Wollmäuse, aber die sind immer durch die Gegend geflogen. Oh, sie sind dir davongeweht? Wollten sie, aber das konnte ich verhindern. Ach so, und wie hast du das gemacht? Ich habe sie auf den Boden getackert. Oh. Dann sind sie da geblieben. Oh,
Ja, dann hatte ich 2 Spindelraupen. Die sind aber auch immer weggekrochen. Aha. Da habe ich sie festgetackert. Oh. Und dann hatte ich einen Wulluf. Oh nein. Der wollte aber auch nicht da bleiben. Bitte rede nicht weiter. Ja, Mama hat gesagt, ich soll mich von Tieren fernhalten. Ja. Und von Tackern. Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer. Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort: Ja! Was ist denn der Schatz der Basilen? Der Schatz der Basilen ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Und was genau haben die Basilen in diese Kiste reingetan? Ihre Augen! Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Okay, also du darfst definitiv nicht an diese Kiste kommen oder an irgendwas anderes, was irgendwie lebt. Okay. Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Bitte, Spiel! Okay. Lieber mal weggehen, bevor er uns festtackert. Und ja, wir haben ja gesehen, die wurden alle zu Stein verstarrt. Oh, ein Gehstock. Er ist aus Stein. Kein Wunder, dass der alte Asposa nicht entkommen ist. Ich sollte ihn lieber an mich nehmen, bevor ihn noch jemand klaut. Okay. Gucken, was wir noch so klauen können. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilen auf sich zu ziehen? Lieber nicht, nachher werfe ich ihn noch um. Man denke nur an den Vorfall vor 10 Jahren. Die Gelehrten bezeichnen ihn bis heute als den Domino-Tag. Okay, der Kollege hier hinten sieht so aus, ein bisschen aus wie, oh mein Gott, muss ich auf Tumblr posten. Also entweder hat hier ein Basilenangriff stattgefunden, oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Ist bestimmt Option Nummer 2, mein Lieber. Was soll ich denn mit einem Haus ohne Dach? Dass ich mit gewissen Sachen interagieren kann. Aber auch nicht wirklich. Ein Phosphos. Sie spenden Licht und Wärme, essen nichts und machen keinen Krach und keine Abgase. Praktisch, aber sie brauchen Wind, um zu leuchten. Naja, Wind ist ja hier noch so ein bisschen, also. Aber ansonsten wirklich in der Tat sehr praktisch. Heute Kieferbrecher für Aspiri. Das hier muss ein Zahnarzt sein. Okay. Geht nicht ab. Irgendwer muss es hier festgenagelt haben. Lass mich raten. Detze war's. Oh boy. Okay, wir haben hier eine Garderobe tatsächlich. Okay, reden wir mal mit der Besitzerin. Ich denke mal Besitzerin. Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. So ein Zufall. Hallo, leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Hier, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Oh, ein kleiner Wulluf. Ja,
Süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Ha, und lass mich raten, der Wolof ist an die Theke getackert. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilien hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaub ich's nicht. Oh, super. Okay, wir haben so einige, die überhaupt nicht funktionieren. Obwohl, wir müssen auch später sprechen. Sitzt der denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Okay. Tschüss. Pass auf dich auf, Schätzchen. Wir haben hier definitiv einen sehr interessanten Kollegen. Das werde ich vermutlich jedes Mal wieder sagen, wenn wir ein Gespräch hinter uns gebracht haben. Warum wurde euer Ehemann denn versteinert? Weil die Basilien schneller waren als ich. Die Versteinerung hat den treulosen Hund gerettet. Wie meint ihr das? Ich meine, man kann keine Statuen kastrieren. Auch wenn man es noch so sehr versucht. Autsch. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Okay. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Okay. Hier oben ist zwar noch eine Spinne, aber der ist nichts. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Na, was bist du denn für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Mit Essen und Schlafen. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Was wird da wohl drin sein? Okay, wir haben hier noch was Glitzerndes. Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Man muss eine Münze einwerfen. Hast du ja natürlich nicht. Okay, reden wir mit der wichtigen Person. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut er denn da? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Immerhin kennt er die Wörter. Na komm schon, komm schon. Oh Mist. Hallo? Wow, ihr seid doch Maleus, der Windmönch der Täler. Ah, was so... Basilien, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich... Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Spaß? Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was... Ich suche nach Erleuchtung. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet, ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt.
Macht Sinn, irgendwie. Dir kann man auch wirklich alles erzählen und du glaubst es. Aber was hat Glücksspiel mit Erleuchtung zu tun? Es gibt viele Arten der Meditation. Glaub mir einfach, das besänftigt die Basilen. Aber Conroy besänftigt sie. Mit Meditation und Disziplin werde ich die... Bist du noch da? Ja. Wo war ich gerade? Ah ja, ich werde diese heilige Kutte wieder mit Würde tra... Oh, Wurzelwachs. Das war mein letztes Geld. Eine Runde noch. Oh boy. Also, wie genau funktioniert das mit der Erleuchtung? Dein banaler kleiner Verstand könnte er sowieso nicht fassen. Jawoll! Highscore! Odilie, noch ein Bier! Aber warum glaubst du, dass es die Basilen besänftigt, wenn du an einem Spielautomaten sitzt und Bier trinkst? Die Basilen sind unergründlich. Und jetzt hau endlich ab und lass mich drin die meditieren. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach. Also, weißt du, wo sie ist? Ich hab dir gerade gesagt, dass sie den Pfad verlassen hat. Wo sie hin ist, weiß ich nicht. Weiß Conroy, was ihr hier macht? Ja, nicht direkt. Es wäre auch ganz nett, wenn das so bleibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Was soll so bleiben? Genau. Was denn? Das ist die richtige Einstellung. Welche Einstellung? Wir verstehen uns. Wobei denn? Sehr gut. Was ist sehr gut? Ich könnte Conroy fragen, ob er euch hilft. Nein, danke. Ich will seine Zeit nicht verschwenden. Conroy hat viel damit zu tun, die Basilen zu besänftigen. Ja, sie sind wirklich ziemlich schnell sauer. Hätte ich gewusst, wie jähzornig sie sind, hätte ich einen anderen Job gewählt. Das kannst du mir glauben. Habt ihr keine Angst, dass euch die Basilen hier versteinern? Und wenn sie es tun, so habe ich es wahrscheinlich verdient. Ich bin mir sicher, dass das mit den Basilen nicht allein eure Schuld war. Natürlich war es meine Schuld. Ich muss nur noch herausfinden, was ich getan habe. Okay. Gut, ich gehe jetzt. Gleich, gleich. Nur dieses eine Spiel noch. Wir müssen irgendwie ihm seine hässliche Kutte abnehmen. Wie, haben wir jetzt auch noch nicht wirklich herausgefunden. Da hinten ist noch jemand. Er sieht aus, als wäre er öfter hier. Wie alle hier. Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter, was auch immer er da tut. Okay, wir haben hier noch Gemälde, die ich mir jetzt nicht antun werde. Das ist schon aus der Entfernung gruselig genug. Können wir vielleicht ein Lava... Oh, Moment, Moment. Ja. Naja, dann könnte ich... Ist gut. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Und wir haben einen losen Faden. Oh, der Mönch hat sich wirklich gehen lassen. Da hängt sogar ein Faden aus seiner Kutte. Conroy würde sich sowas nie erlauben. Lasst uns daran ziehen. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Okay, wir nutzen also den Lavaströmer, um den Stuhl kaputt zu machen, und dann gehen wir auf ihn los. Das war doch jetzt geraten, oder? Das war eigentlich gut durchdacht. Dann gucken wir uns noch den Spielautomaten an. Mal sehen, wie das funktioniert. Man wirft Geld rein und zieht an dem Hebel. Und dann nochmal und dann nochmal. Spielprinzip verstanden. Nein, der wird gerade benutzt. Und außerdem kann ich meine Zeit nicht mit Spielen vergeuden. Ich muss das Mädchen mit der Taube finden. Okay.
Also wir dürfen nicht einfach den Lavaströmer nutzen? Der Anblick beunruhigt mich. Es wäre doch ideal gewesen, das da drauf, das unten bricht weg, weil es weggeäxt wird. Der fällt um, vermutlich K.O. und wir begrapschen ihn, bis wir den losen Faden komplett aufgezogen haben. Das wäre mein Plan gewesen. Okay, versuchen wir mal mit der Conroy-Puppe zu verängstigen. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Okay, dann gehen wir nochmal raus.